Socken oder Cross Brothers, ich bin's euer Noah. Mit mir ist der Dennis. Wir sind auf dem Weg nach Grenzland und wir sehen uns gleich, wenn wir vor Ort sind. Ciao! So, Freunde, angekommen in Grenzland. Wir sind gerade das Lager am Aufbauen. Hier kleiner Einblick. Wir zündeln gleich den Grill, machen heute noch einen entspannten. So, Freunde, Lager ist aufgebaut. Jetzt gehen wir mal eben kurz die Strecke anschauen, damit Dennis weiß, wie er morgen fahren muss. Und danach geben wir was zu futtern. So, Freunde, wir haben uns aufgefuttert. Der Magen ist voll. Jetzt müssen wir mal gleich auch schon schlafen gehen, weil er geht morgen wieder früh los. Ich kann euch mal unser Schlafgemach zeigen. Hier werden wir gleich schlafen. Und dann sehen wir uns morgen früh. Ciao. What's up? What's up, Motocross Brothers? Wir sind gerade aufgestanden. Das Dennis. Wir sind noch ein bisschen müde, Dennis ist lustig drauf. Und wir werden jetzt erstmal wach und dann sehen wir uns gleich. Schöne Hoodie. Ja. Aber hinten ist jo. Jo, Freunde, was geht? Ich bin's, euer Dennis. What's up? Wir sind jetzt hier im Grenzland. Nächste Rennen. Letzte Rennen in Reihe sind wir nicht dabei gewesen. Dafür waren wir in Grevenbroich trainieren. Ja, jedenfalls, Strecke ist geil. Ich fand die letzte Woche schon geil vom Gucken. Jetzt vom Fahren her kann ich auch sagen, Baba-Strecke. Macht Bock, ist relativ kurz und klein, aber die macht Bock. Ist eine recht schnelle Strecke und irgendwie hattet die auch so ein bisschen in sich, aber macht Bock. Ich werde gleich mal versuchen, eine feine Zeit in den Dreck zu buttern. Ich bin gespannt. Zeittraining ist noch nicht geschafft, aber wir werden jetzt gleich zur Fahrerbesprechung gehen. Haben jetzt gerade noch ein bisschen LK1 geguckt und ja, wie gesagt, jetzt gleich Fahrerbesprechung. Und danach geht es dann ab ins Zeittraining. Und dann wollen wir, wie gesagt, feine Zeit in den Dreck buttern. Jawohl, kriegen wir hin. Haut rein. Freunde, Dennis hat das Zeittraining absolviert. Dein Statement? Ja, relativ gut durchgekommen in meiner Gruppe. Platz 9 gemacht in meiner Gruppe und Gesamt Platz 22. Bedeutet A-Finale in der schnelleren Gruppe unterwegs und dann wollen wir mal gucken, was wir da so machen. So, Freunde, wir schauen gerade mal die LK1 an. Bisschen laut hier.
Das ist echt abnormal. Wie in diesem Tablespin, Alter. Freunde! So, Freunde! So, Freunde! Dennis macht's fertig. Geht gleich ins erste Rennen. So Leute, Dennis hat das Rennen absolviert. Dennis, wie lief es? Ja, lief ganz gut, ne? Ich habe einen super Start hingelegt. Ich glaube, ich war Zweiter nach dem Start im A-Finale. Hat mich so sehr freut. Super weggekommen. Konnte ich auch relativ kurz halten. Ich bin innerhalb der ersten Runde auf Platz 3 zurückgefallen, also einen Platz verloren. Aber war in Ordnung. Und da hat man aber doch gemerkt, dass dann im Laufe des Rennens nach 3-4 Runden die Kraft so langsam nachgelassen hat. Und dann bin ich zurückgereicht worden und habe das Rennen auf Platz 17 beendet. Was aber, wie ich finde, immer noch eine super Leistung ist. Und ich bin sehr zufrieden. Und aufs zweite Rennen. Mal gucken, was wir da so machen. So Freunde, Dennis macht sich jetzt fertig fürs zweite Rennen. Bist du bereit? Irgendwie weiß ich nicht, ich bin ziemlich K.O., aber ich hab Bock. Ich hol mir jetzt kurz den Holdshot, hol mir ein Eis bei Mr. Forsty ab und dann kann ich einfach nach Hause fahren. Du gibst Gas, Alter. Fahr ich raus und dann fahr ich nach Hause. Ja, also Dennis, wie gesagt, macht sich fertig. Wird natürlich alles geben. Ja. Im zweiten Lauf. Gucken, was die Kraft noch so hergibt, ne? Du packst das schon. Ja. Hauptsache eine Heile raus da. Ich mach mal natürlich wieder ein paar Clips für euch. Yeah! Thank you.
Dennis ist aus dem zweiten Rennen zurückgekehrt. Ich glaube, Dennis sagt am besten selber, wie lief das Rennen? Ja, ich bin quasi mein eigenes Rennen gefahren, ne? Start war diesmal ziemlich kacke, ich bin schlecht rausgekommen, war aber ein eigener Fehler. Und dann bin ich sofort nach hinten durchgereicht worden, war letzter quasi. Und hab auch irgendwie das Tempo nicht gefunden. Bin dann immer weiter zurückgefallen und im Endeffekt bin ich mein eigenes Rennen gefahren. Hab ab und zu mal hier und da ein bisschen Gas gegeben, ab und zu mal rumgepimmelt und hat Spaß gemacht, bin heile rausgekommen. Letzter bin ich nicht geworden, weil sind glaube ich 200 Leute rausgefahren und war cool, hat Bock gemacht. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Rennen, wa? Jo. Aber Leute, dafür, dass Dennis so lange verletzt war, hat er heute echt eine Riesenleistung hingelegt. Also echt Props an Dennis. Ja, wir werden auf jeden Fall, wenn die Saison Ende ist, viel trainieren gehen, damit wir nächstes Jahr so richtig durchstarten können. Es sind auf jeden Fall noch sehr viele Videos in Planung, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und übrigens, wir haben jetzt unsere eigenen Pullis und T-Shirts. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. So, jetzt heißt es aufräumen. War auf jeden Fall ein geiler Tag hier in Grenzland. Und dann geht's nach Hause. Insgesamt hat es jetzt für Dennis für den 19. Platz im A-Finale gereicht. Und ich muss sagen, nach der ganzen Verletzungszeit, super Leistung. Super Leistung, Dennis! So, wir haben jetzt alles abgebaut und gepackt. Auto ist full. Und für uns geht's jetzt nach Hause. Way back home! Folgen müssen auch noch mal ein paar lustige Küchen. Ab nach Hause! Ciao, Grenzland! Ciao, Grenzland!